Servus und hallo zu einer weiteren Folge Scrap Mechanic. Wir haben wieder weitergebaut, der Tarindor und ich. Der bastelt da hinten gemütlich vor sich hin. Sag mal hallo. Hallöchen. Sehen werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht. Das ist zu... Okay. Ich wollte einfach mal jetzt kurz nebenher so zeigen, was wir so gemacht haben. Wir haben jetzt unsere Strecke hier fertig gebaut. Ihr seht, die ist recht groß geworden. Ich habe jetzt noch ein Weichensystem nebenher gebastelt. Also ein Weichensystem, das funktioniert, ohne dass ich aus dem Zug aussteigen muss. Das ist ja jetzt mal unser Prototypzug, zum gucken, ob es überhaupt fährt. So. Und da stellt sich die Weiche auch schon nach rechts. Der Pfeil zeigt nach rechts. Ich kann also rüberfahren. Ja, schön machst du das. In den Kurven ruckelt es ein bisschen, wie ihr ja schon im vorherigen Video gesehen habt. Und da haben wir das auch wieder. Da hüpft irgendwo der Tarindor rum, da in diesem zugähnlichen Gebilde. Das ist ein Prachtstück, ja? Ja, ist es. Da fliegt er in Zeitlupe. Wink mal. Das sind Special-Effekte. Hallo, wie wink ich denn? Gar nicht. Hüpf rum, das reicht auch. Achso. Das wäre so ein Special-Effekt oder so. Und ich Bob kenne ihn wieder nicht. Ja, also gut. Ich fahr mal weiter. Und da kommen wir jetzt zu der nächsten Weiche. Wir haben insgesamt hier die zwei Weichen. Und jetzt seht ihr, die ist ja jetzt falsch gestellt. Jetzt müsste ich aussteigen, Knopf drücken. Muss ich aber nicht, weil ihr seht ja hier diesen schnuckeligen kleinen Sensor. Und wenn ich jetzt diesen Knopf an meinem Fahrzeug betätige, dann sinken sich diese zwei Dinger hier ab. Und die aktivieren dann den Sensor. Und der Sensor aktiviert einen weiteren Sensor. Nämlich diesen hier. Dieser Sensor ist verbunden mit der Kurve und mit den Schildern. Und diese drei Controller sind jeweils an einen Sensor in diese Richtung, der Richtung und hier von der Brücke runter sind diese Sensoren. Dann dreht sich der ganze Quatsch hier und löst jeweils dann diesen Sensor aus, der dann die Kurve auslöst. Damit ich ja wirklich, wenn man hier mit dem Zug entlang fährt, von jeder Seite die Kurve aktivieren kann, ohne vom Fahrzeug abzusteigen. Dö. Feuerwerk, juhu! Ja, das funktioniert auch echt richtig gut. Jetzt drücke ich wieder den Knopf, weil ich hier jetzt gerne geradeaus fahren möchte. Hier ruckelt es dann auch nicht, wenn man hier geradeaus fährt. Das ist auch eine sehr coole Sache. Hier auf der langen Strecke werden wir jetzt noch einen Bahnhof hinbasteln. Zumindest versuchen. Und wenn jetzt hier diese Kurve vorne, also wenn man von der... seht ihr, jetzt hat sich aufs das Stoppschild umgeswitcht, weil klar, ich kann jetzt vorne natürlich nicht geradeaus fahren. Das war deshalb das Stoppschild. Sollte auch so ein bisschen passen. Sag mal, ich bin zu blöd zum Springen. Also ruckelt denn das jetzt gerade so? Gibt's denn das? Ich bin doch hier gar nicht in der Kurve drin. Machst du irgendwas oder wie? Nö, eigentlich nicht. Es ruckelt auf einmal ein bisschen. Ach, egal. Ah, jetzt ist wieder gut. Ja, halt hier. Seht ihr, ist richtig groß geworden jetzt die Strecke. Also dauert echt ein paar Minuten, bis man die einmal komplett rumgefahren ist. Gucken wir mal, was der Tarindor da so macht. Oh. Bin der neue Zugbauer. Ah, von der einen Seite sieht er schon einigermaßen akzeptabel aus. Ich mach mal hier das weg, dass man besser sieht. So, jetzt. Schickes Teil. Ja, ne?
Oh Gott. Willst du eine Runde fahren? Ja, so ganz kurz, vielleicht demonstrieren. Ja, klar. Ich steig mal mit ein, sonst fahr ich runter. So, wir haben nämlich hier an den Rädern haben wir diese typischen Zugteile, weiß Gott, wie die heißen, rangemacht, die sich wunderschön mitdrehen. Und das Ganze funktioniert sogar in der Kurve. Zwar, seht ihr Performance ist deutlich schlechter wie mit unserem Prototypzug. Aber es geht trotzdem und es sieht optisch doch ganz nett aus. Zwar ein bisschen zusammengequetscht, aber es ist halt einfach, weil wir sehr wenig Platz haben und weil die Kurve doch so, ich sage jetzt mal, eng ist. Ja. Ist es doch ein bisschen schwieriger. Und auch an dem Zug hier haben wir schon unser Weichenumstellsystem eingebaut. Wenn wir es mal um die Kurve schaffen. Schaffen wir. Auch wieder hier den Knopf aktivieren, dass sie sich ausfahren. Den Sensor aktivieren. Und wir hier durchheizen können. Ganz. Oh boy, perfekt. Perfekt. Ich hatte schon Angst. Naja. Also ich bin Profi-Zugführer. Ja, natürlich, klar. Wir müssen noch die Hupe einbauen. Die ist ganz wichtig. Echt? Ganz wichtig. So, okay, ich würde sagen, er hat noch ein bisschen Gewicht hin. Nee. Ja, daran arbeite ich noch. Ist ja alles noch nicht ganz fertig. Da fehlt überall auch noch ein bisschen Farbe und ein paar Blöcke und Pipapo. Und das wird noch, aber sieht ja schon mal echt schick aus. Da könnte man Federn reinbauen, aber dann habe ich so die irgendwie. Habe ich auch überlegt, wegen Performance-technisch. Ja, also, ich habe Angst, dass dann die Performance wieder abkackt. Naja, darum habe ich es erstmal gelassen. Jo, das wär's soweit. Wir basteln fleißig weiter. Waggons noch auch hier so schön. Auf diesen klassischen alten Stil hier lokomotivenmäßig. Nicht irgendwas Modernes, das macht ja jeder. Deshalb, echt? Ja, das ist ja langweilig. Ja, ich mag solche alten Dampfloks. Außerdem, was wär das für ein ICE geworden, der so klein ist? Das wäre super. Ja, komischer kleiner ICE. Ja. Süß. Ja, wir haben halt, das ist einfach durch die Kurven, weil wir die Kurven so eng gebaut haben. Klar, wir könnten das verändern. Könnten wir, wollen wir aber nicht. Vor allem die Funktionalität ist dafür besser, ne? Also richtig. Man fährt halt gut, man kann überall Weichen stellen und so. Durch das, dass ja in den Kurven das Ganze hier so rumruckelt, sollten wir die Kurven so kurz wie möglich halten und so wenig wie möglich Bearings benutzen. 10 Stück reicht aus, um einmal die Kurve zu fahren, 90 Grad. Und deshalb bleiben wir bei unseren 10 und machen die Kurven nicht länger. Außerdem müssen wir dann den ganzen Quatsch hier wieder abreißen und das wieder hinbasteln. Gut, mit dem Schweißtool geht es einigermaßen recht problemlos, aber es ist trotzdem Arbeit. Und nachher leidet die Performance drunter. Wir sind so froh, dass es momentan noch so gut funktioniert. Ich bin gespannt, wie die Kurvenfahrt wird mit Anhänger. Weil da haben wir hatten schon 3 Waggons hinten dran an unserem Testzug und da wurde es schon ziemlich ruckelig in den Kurven. Das war Slow Motion, ja, das habe ich ja gesagt. Ja, stimmt, okay. Special Effect, Slow Motion, Special Effect. Ja, damit das jeder sehen kann. Okay, oh. Also, dann würde ich mal hier sagen, bis zum nächsten Video. Was bis du? Dann. Ja, mein das gleiche. Also gut. Bis dann, Leute. Ciao.